Ja, dann sage ich auch nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Ich heiße Jnana Champa. Den Namen haben wir, weil wir einem buddhistischen Orden angehören. Und wir haben diese Namen, die ein bisschen ungewöhnlich sind, gewöhnungsbedürftig sind, bekommen bei unserer Aufnahme im Orden. Wenn Sie interessiert, darüber mehr zu erfahren, können Sie uns ja nachher persönlich fragen. Tag der offenen Tür ist immer eine wunderbare Gelegenheit, Menschen willkommen zu heißen, die Interesse haben an dem, was wir hier so treiben in dem buddhistischen Zentrum. Und wenn wir das Programm machen für so einen Tag der offenen Tür, dann beginnen wir in der Regel immer mit einem einführenden Vortrag. Und dann sitzt man da Wochen vorher und überlegt, ja, welches Thema wählt man denn da? Und dann versuche ich mir mal vorzustellen, was interessiert die Menschen, die hierher kommen zu einem Tag der offenen Tür? Was bewegt Menschen, hierher zu kommen zu so einem Tag der offenen Tür und sich über Buddhismus zu informieren? Was bewegt Sie? Was hat Sie bewegt, heute hierher zu kommen? Da muss ich dann rätseln, wenn ich da sitze und überlege, was für ein Thema ich spreche. Vielleicht wissen Sie genau, was Sie bewegt hat, hierher zu kommen. Sie sind sich völlig klar, was Sie eigentlich heute hier erfahren möchten. Und vielleicht sind Sie sich auch nicht so genau klar, was Sie bewegt hat, hierher zu kommen. Vielleicht war das so eine Kette von Zufällen, dann hatte man immer mal so ein vages Interesse und siehe da, gerade heute hatte man Zeit, mir wird was angeboten. Also ich weiß nicht, warum Sie hier sind, persönlich. Aber was wir beobachten können im Allgemeinen hier in unserem buddhistischen Zentrum, ist, dass sich da so ein leichter Wandel vollzogen hat über die letzten, ja, sag mal, Jahrzehnte. In den 90er Jahren kamen die meisten Menschen hierher, weil sie meditieren lernen wollten. Buddhismus war nicht so attraktiv, das war ein bisschen obskur vielleicht noch und Menschen entdeckten buddhistische Gedanken und Ideen eigentlich mit ihrer Beschäftigung, über ihre Beschäftigung mit Meditation. Und heute merken wir, dass sich das ein bisschen ändert. Viel mehr Menschen kommen hierher, weil sie wirklich Interesse haben an Buddhismus als einer Weise zu leben und sozusagen in ihrer Beschäftigung mit dem Buddhismus eher Meditation als Praxis, als Methode entdecken. Also das ist ein leichter so Wandel, den wir beobachtet haben in den Betonungen oder in den Interessen der Menschen. Ich denke, dass Menschen heute ein vermehrtes Interesse haben an Fragen von Ethik, an Fragen von Werten, an Fragen danach, wie wir in unserer Welt leben können, auf eine gute Weise, auf eine bessere Weise, als wir es jetzt tun, auf eine sinnvolle Weise. Und deshalb habe ich den Titel für den Vortrag heute so gewählt, wie er ist. Also die Frage zu stellen, ist Buddhismus eine zeitgemäße Spiritualität? Ist es ein Weg der Eigenverantwortung? Und da stolpert man vielleicht direkt schon über das erste Wort Spiritualität, zeitgemäße Spiritualität. Das ist vielleicht ein Wort, was nicht jeden so direkt anspricht. Ich hätte es auch Religion nennen können, eine zeitgemäße Religion. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass das Wort Religion doch für viele Menschen ein bisschen so einen angestaubten Charakter hat. Ein bisschen was ja, vielleicht ein bisschen altmodisch wirkt, ein bisschen überholt, vielleicht ein bisschen so Assoziation oder Konzeption von weltfremd hat. Ja, nicht so ganz hier und jetzt. Vielleicht riecht es ein bisschen nach Dogma oder nach festgelegten Formen. Deswegen vermeide ich persönlich das Wort Religion eher und habe das Wort Spiritualität gewählt. Für mich ist es ein etwas offeneres Wort. In der Begriffsbedeutung ist es weniger eng festgelegt. Der Duden definiert das als Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Leben. Ja, ich verwende das Wort lose, ohne das genau zu definieren. Also was ich mit Spiritualität meine, ist die Seite in uns, so, die sich nach echten Werten sehnt, die sich nach wirklicher Sinnhaftigkeit sehnt und die unser Leben hin zu etwas Höherem orientieren möchte, ja, nach etwas Sinnhafterem, die Frage nach Wahrheit stellt, nach Wirklichkeit. Ja, das ist, was ich meine mit diesem Wort. Und wer das nicht mag, kann es auch durch das Wort Religion oder Philosophie oder Weltanschauung ersetzen. Und in Bezug auf diese Seite, die ich Spiritualität nenne, diese Seite im Menschen, nehme ich zwei Kräfte wahr, die so wirken in unserer Gesellschaft heute. Zwei, könnte man sagen, zwei Trends oder zwei Strömungen. Und die erste Strömung ist keine neue, sondern ist eigentlich eine, die schon vor 400 Jahren eingesetzt hat mit der Aufklärung. Ja, das ist eine Strömung oder eine Kraft ist in unserer Gesellschaft, die gekennzeichnet ist von einer Abwendung von Glauben an Irrationales, eine Abwendung von Glauben an von Aberglauben, ja, eine Hinwendung zur Vernunft als dem, was das letztendliche Kriterium ist für wahr und falsch, eine Hinwendung zur Ratio und dadurch ausgelöst auch eine Hinwendung zu den Naturwissenschaften.
Und dieser ganze Trend ging einher auch mit einem neuen Bild des Menschen, als einem freien Menschen, als einem eigenständigen, mündigen Menschen, ja, der befreit ist von Traditionen, von Konventionen, von Institutionen und von Normen, die sich nicht vernunftgemäß begründen lassen. Ja, so ein Mensch, der sich einen persönlichen eigenen Handlungsfreiraum, Handlungsspielraum errungen hat. Also das ist diese Strömung, die wir seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft haben, die natürlich zu riesengroßen Fortschritten geführt hat. Ja, geradezu unglaubliche Zunahme an Wissen und an Können, die ausgelöst wurden durch diese Bewegung hin zur Vernunft und hin zum eigenständigen Individuum. Auch eine Zunahme von Wohlstand und Reichtum, die unvorstellbar war für frühere Generationen. Und trotzdem können wir auch wahrnehmen, dass natürlich diese Haltung oder diese Strömung auch zu Problemen geführt hat. Also sie hat geführt zu einer zunehmenden Entfremdung von Menschen, von der Natur. Ja, bis hin zu dem Punkt, wo wir uns zwar in gewisser Weise zu Herrschern über die Natur erhoben haben, aber gleichzeitig im Begriff sind, uns unsere eigene Lebensgrundlage zu entziehen. Wie sinnvoll ist das, wie vernünftig? Und ich denke, es hat auch geführt zu einer zunehmenden Vereinzelung von Menschen, zu einer zunehmenden Individualisierung unserer Gesellschaft. Wir haben Freiheit gewonnen, ja, das wohl, viel mehr Freiheit als frühere Generationen, aber wir haben vielleicht auch ein Gefühl von Verbundenheit verloren, Gefühl von Verwobenheit oder Eingebundensein in einen größeren Kontext, das wir nicht mehr so empfinden können. Also das ist die eine Strömung, der wir ausgesetzt sind in unserer Gesellschaft, die stark ist in unserer Gesellschaft. Und die andere Strömung, die ich wahrnehme, die auch nicht neu ist, ist eine Art Gegenströmung dazu, ist ein zunehmender Zweifel an dem Lebensstil, den wir führen, zunehmender Zweifel an der Weise, wie viele von uns leben, wie wir als Gesellschaft im Allgemeinen leben. Ich nehme eine Sehnsucht nach Werten wahr in der Gesellschaft, eine Sehnsucht nach etwas, was einen größeren Zusammenhang herstellt, aufzeigt. Nach Sinn, vielleicht so fast eine höhere Ordnung, wenn man mit diesem Begriff was anfangen kann. Irgendwie einen Kontext, der einen größeren Zusammenhang herstellt zwischen uns und der Welt, in der wir leben. Vielleicht auch geboren aus diesem Gefühl von Entwurzelung, dass Menschen sich entwurzelt fühlen und vereinzelt. Eine Sehnsucht, ja, sich eingebunden zu fühlen wieder in diese Welt. Und oft ist das, glaube ich, eine wahre Sehnsucht. Nichts, was man so genau konkretisieren kann. Ich fand das zum Beispiel wirklich faszinierend, so im letzten Jahrzehnt oder ein bisschen länger, dieser unglaubliche Boom von so Fantasy, von dem Fantasy-Genre, sowohl in Büchern als auch in Filmen. Ja? Von Herr der Ringe über Harry Potter, das war ja so ein richtiger Boom von diesem ganzen Genre von Fantasy. Und worum geht es in diesen Büchern? Da geht es um diese archaischen Kräfte, um diesen archaischen großen Kampf zwischen Gut und Böse. In einer Welt, die geordnet ist. Und ich denke, ich finde das ganz interessant, dass das einfach so einen Anklang gefunden hat in unserer Zeit. Und ich denke, es bringt vielleicht etwas von diesem Ausdruck oder von dieser wahren Sehnsucht nach Werten oder nach einem größeren Plan zum Ausdruck, den viele Menschen empfinden. Also ich denke, so wie ich das sehe, ist das unsere Situation, in der wir uns heute befinden. Das sind ist einerseits ein Wiedererwachen von Spiritualität oder zumindest von einer Sehnsucht oder einer Suche nach diesem größten Zusammenhang, nach Spiritualität. Wir brauchen etwas, wir spüren, wir brauchen etwas, was unserem Sinn, unserem Leben einen größeren Sinn verleiht. Aber gleichzeitig können wir nicht zurück zu einem naiven Glauben an irrationale Dinge. Wir können nicht zurück zu einem Glauben an unbeweisbare Dogmen oder auch nicht zurück zu einer kindlichen Abhängigkeit von Autoritäten, die man nicht hinterfragen kann. Ja, wir können die Aufklärung nicht rückgängig machen. Wir können nicht in dieses Stadium zurückfallen. Wir wollen das nicht. Ja, wir sind Erben dieser Aufklärung. Und eine Spiritualität, die heute für Menschen wirklich sinnvoll ist, muss dem Rechnung tragen. Davon bin ich persönlich überzeugt. Und wenn ich versuche, so mich zu fragen, welche Kriterien müsste eine zeitgemäße Spiritualität erfüllen, ja, welche Eigenschaften müsste die haben, dann sehe ich drei Bereiche, in denen so eine Spiritualität eine gewisse Spannung halten können muss, eine Spannung zwischen bestimmten Polen.
Der erste Bereich, in dem so eine Spannung zu halten ist, ist, dass einerseits eine zeitgemäße Spiritualität unsere Vernunft respektieren muss. Ja, eine zeitgemäße Spiritualität dürfte nicht von uns erwarten, dass wir unseren Verstand ausschalten. Wir sind kritische Menschen, wir haben gelernt zu hinterfragen und das ist gut so. Ja, wir möchten begreifen, wir möchten nicht bloß glauben, was uns gesagt wird. Wir möchten verstehen, wir möchten prüfen, wir möchten hinterfragen. Das heißt, was auch immer uns diese Spiritualität anbietet, muss zumindest im Einklang mit der Vernunft stehen. Es darf nicht im offenen Widerspruch stehen zu Fakten oder zu Erkenntnissen der Wissenschaft zum Beispiel. Ja? Das ist eine Pol. Aber der andere Pol ist, dass gleichzeitig eine Spiritualität, eine zeitgemäße, uns als ganze Menschen ansprechen muss, eben nicht nur als Verstandeswesen. Muss um nach Verstand Rechnung tragen, aber wir sind nicht wirklich vernunftgesteuerte Wesen, nicht wirklich, wenn wir so uns genau angucken. Wir sind so viel mehr als nur Vernunft. Das heißt, Spiritualität muss uns als ganze Menschen ansprechen, mit unserer ganzen emotionalen Seite, mit der ganzen Seite von Gefühlen, von Willensregungen, von Empfindungen. Und sie muss auch noch tiefere Schichten erreichen in uns, ja, Schichten, die uns oft ganz unbekannt sind, so archaische Schichten, vielleicht das, was die Psychologie das Unbewusste nennt. Das sind ja auch unglaubliche Kräfte, Triebkräfte, die in uns operieren, die überhaupt nicht verstandgeleitet sind. Ja, Urbilder, die uns leiten, Urthemen. Und auch das, eine Spiritualität, die uns als heute als Menschen für uns relevant ist, muss auch diese Bereiche erreichen können, mit ihnen arbeiten können, ja, sie ansprechen können. Also das ist die eine Spannung. Der zweite Bereich ist, in dem Spiritualität eine gewisse Spannung halten muss, ist, dass einerseits sie uns als mündige Menschen behandeln muss. Ja, wir sind keine, wir sind nicht dumm. Ja, wir sind Menschen, die ihre persönliche Freiheit schätzen und auch bewahren wollen. Ja, es ist eine Spiritualität, die uns nicht vorschreiben soll, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Ja, wir sind mündige Menschen. Und eine solche Spiritualität muss uns die Wahl lassen, wie wir handeln, wie wir entscheiden, muss die Verantwortung wirklich uns auch lassen. Das ist das eine. Aber das andere ist gleichzeitig, und da ist wieder so ein Pol, so eine Spannung, ist, eine solche Spiritualität sollte uns helfen, uns, obwohl wir frei sind und mündig und verantwortlich, gleichzeitig uns helfen zu erkennen, dass wir verbunden sind mit anderen, dass alles, was wir tun, unauflösbar in Verbindung steht mit anderen Menschen um uns herum und mit allem um uns herum. Ja, dass wir nicht wirklich letztendlich unabhängig sind, nicht wirklich letztendlich getrennt und sozusagen frei agierende Akteure sind, sondern alles, was wir tun, tatsächlich auch eine Wirkung hat auf die Welt um uns herum. Ja, dass wir unauflösbar verwoben sind mit der Welt, die uns umgibt. Und eine zeitgemäße Spiritualität sollte uns helfen, auch das zu erkennen. Wenn wir es erkennen würden, dann würden wir nie Gefahr laufen, unseren Planeten zu zerstören, wenn wir das wirklich verstehen würden. Nicht nur hier, sondern tiefer. Und das dritte Paar von Kriterien, von dem ich meine, dass eine zeitgemäße Spiritualität es erfüllen muss, ist, dass es einerseits etwas sein sollte, was ganz praktisch ist und lebensnah. Ja, etwas, was für uns relevant ist hier und heute. Nicht irgendwelche Jenseitsorientierung, sondern ganz lebensnah. Was uns heute hilft, in unserem ganz normalen Alltag weise Entscheidungen zu treffen. Was Bodenständiges. Und trotzdem, gleichzeitig, sollte es etwas sein, was uns ein Weltbild zu bieten hat, was sehr, sehr groß ist, was groß und weit ist, was uns unsere allerhöchsten eigenen Möglichkeiten aufzeigt. Man könnte sagen, die höchsten Ideale, was uns unser eigenes unermessliches Potenzial zeigt und für uns aufschlüsselt. Und was uns hilft, Schritt für Schritt von diesem ganz praktischen Lebensalltag hin, von dem ausgehend wirklich das freizusetzen, was wirklich in uns steckt. Also das sind für mich aus meiner persönlichen Perspektive Kriterien, die Spiritualität heute erfüllen sollte. Sie sollte der Vernunft Rechnung tragen, aber uns nicht nur als Vernunftwesen ansprechen, sondern uns als ganze Menschen mit unserer Emotionalität in allen Schichten ansprechen. Sie sollte unsere persönliche Freiheit und Verantwortung respektieren, aber gleichzeitig unsere Verbundenheit mit allen anderen aufzeigen.
Sie sollte praktisch und lebensnah sein, relevant und uns trotzdem mit den höchsten möglichen Idealen in Verbindung bringen, die es gibt. Und da ich ja offensichtlich Buddhistin bin, ja, hier stehe in einem buddhistischen Zentrum, bin ich offensichtlich der Überzeugung, dass Buddhismus diese Kriterien erfüllt. Und werde versuchen, ein bisschen darüber was zu sagen. Das ist interessant, weil es eine 2500 Jahre alte Tradition ist und trotzdem glaube ich, dass sich diese Kriterien erfüllt. Also was ist Buddhismus? Buddhismus beginnt nicht mit einem allmächtigen Gott, der die Welt aus dem Nichts erschuf. Buddhismus beginnt nicht mit Vorstellungen oder mit Theorien über den letzten Ursprung allen Seins. Buddhismus beginnt noch nicht mal mit dem großen archaischen Kampf zwischen Gut und Bösen. Buddhismus beginnt irgendwie viel einfacher, viel lebensnah. Beginnt mit einem Menschen, einem Mann, der sich auf die Suche macht. Zugegebenermaßen ist das ein Mann, der vor langer Zeit lebte, vor über 2000 Jahren und in einer anderen Kultur, weit entfernt, in Indien. Aber was diesen Mann umtreibt, was ihn dazu bringt, sich auf die Suche zu machen, ist nicht so anders als Sachen, die wir heute kennen. Es ist nicht so anders als das, was uns manchmal vielleicht umtreibt. Was ihn umtreibt, ist die Erkenntnis, dass eine tolle Karriere und Wohlstand nicht wirklich letzten Endes glücklich machen. Selbst dass all die Annehmlichkeiten, die Wohlstand einkaufen kann, nicht die Fähigkeit haben, einen wirklich tief glücklich zu machen. Vielleicht eine Zeit lang. Ja, ist ja schön, wenn man alles hat, was man sich wünscht. Aber es macht einen nicht wirklich glücklich. Und zumindest nicht dauerhaft glücklich. Das ist die eine Erkenntnis, die ihn umtreibt. Und dann ist da die Erkenntnis, die wirklich ganz schmerzhaft und für ihn quälende Erkenntnis, dass alle, die er liebt, letzten Endes vergänglich sind, sterben werden, dass man alles, was man liebt, verlieren wird. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir festhalten können. Das ist die Erkenntnis, die ihn umtreibt. Und was ihn auch umtreibt, ist das zunehmende Gefühl, festzustecken. Ja, wie in einem großen Rad, das sich fortwährend weiterdreht, ja, das sich unablässig, gnadenlos weiterdreht und wie man irgendwie mitgerissen wird und trotzdem nicht vom Fleck kommt. Dieses Gefühl von Feststecken, sich im Kreis drehen. Und obwohl das so lange her ist von einer fremden Kultur, sind das vielleicht so Gefühle oder Einsichten, die uns so fremd nicht sind. Das sind vielleicht Gefühle und Gedanken, die wir zumindest von Zeit zu Zeit auch mal gehabt haben, vermute ich. Und oft wissen wir nicht, was mit diesen Gefühlen anfangen sollen. Vielleicht denken wir, ach, das ist eine depressive Phase. Komm, mach was Schönes. Mach was, was Spaß macht, oder? Wir lenken uns ab von diesen Gedanken und Gefühlen. Wir lenken uns ab. Oder wir arrangieren uns damit, dass es halt so ist. Und dieser Mann in Indien vor über 2000 Jahren arrangiert sich nicht. Er hat den Mut, sich den Fragen wirklich zu stellen, die sich da auftun. Er hat den Mut, sich auf die Suche zu machen nach befriedigenden Antworten. Und er lässt alles zurück. Und man kann sagen, er hatte alles, was man so sagen würde, zu einem guten Leben gehört. Er hatte es nicht schlecht, er hatte es gut. Und trotzdem lässt er alles zurück und macht sich auf diese radikale Suche nach Antworten. Und die Welt, die ihn umgibt, ist in vieler Hinsicht anders als die Welt, in der wir heute leben. Also zum einen ist es eine Agrargesellschaft, Indien vor 2500 Jahren, mit feudalen Systemen. Die Menschen hatten sich zu dieser Zeit die Natur noch nicht untertan gemacht, sondern erlebten Natur als was sehr Mächtiges, als was überwältigend Mächtiges, so was Bedrohliches, vor dem sie sich schützen mussten. Ja, also man kann sich vorstellen, am Rand des bewirtschafteten Landes, am Rand der Felder beginnt der Dschungel und in dem Dschungel herrschen Kräfte, die die Menschen nicht beherrschen können, die sie bedrohlich finden. Dort herrschen Geister und Dämonen in der Vorstellung der Menschen zu dieser Zeit. Also es ist schon eine andere Welt als die, in der wir heute leben. Aber in gewisser Hinsicht ist die Welt auch nicht so anders als unsere heute, weil die Zeit in Indien vor 2500 Jahren ist eine Welt, ist eine Zeit von Umbruch und von Wandel. Das ist großer Wandel sowohl
vom sozialen Sinne, ja, ein sozialer Umbruch, ein gesellschaftlicher Umbruch, politische Umwälzungen, die zu dieser Zeit schnell passieren. Also das Land, aus dem dieser Mann stammt, Gautama, aus dem er dann aufbricht, auf die Suche sich macht, wird noch zu seinen Lebzeiten untergehen. Das ist ein kleines Fürstentum und er wird noch zu seinen Lebzeiten erleben, wie dieses Land sozusagen verschlungen wird, zusammen mit vielen anderen kleinen Fürstentümern von den großen, mächtigen Staaten, die zu der Zeit entstehen. Also er sieht, wie Umbruch, Wandel in jeder Hinsicht passiert in dieser Gesellschaft. Ein bisschen wie heute, ist es so eine Gesellschaft, eine Zeit, in der es gärt. Ja, in der es gärt und man merkt, etwas passiert. Und der Mann, Gautama genannt, ist ein ungewöhnlicher Mensch. Für mich vor allem, was hervorsticht, ist, dass er ungewöhnlich furchtlos ist. Wirklich ungewöhnlich furchtlos. Er ist völlig frei von Konventionen, völlig frei von den Fesseln der Erwartungen anderer. Ja, wie oft lassen wir uns fesseln von dem, was wir meinen, was andere von uns erwarten. Er scheint völlig frei davon zu sein. Er ist wirklich ganz sich selbst, ganz eigenständig. Er ist von seinem Charakter her sehr offen und sehr interessiert an der Welt. Er ist gebildet, er kennt die Welt, er kennt sich aus in vielen Gebieten des Lebens. Er ist in der Politik genauso zu Hause wie im Handwerk. Er kennt das Leben in Städten, er weiß, wie Menschen in Städten leben. Er kennt auch das Leben auf dem Land, er versteht, wie das Leben von Menschen aussieht. Also er ist überhaupt nicht weltfremd. Und später in seinem Leben hat er völlig unbefangenen Umgang mit Königen, mit Philosophen, mit brahmanischen Priestern, aber auch mit ganz normalen Menschen, mit Handwerkern, mit Bauern und findet mit jedem den richtigen Ton. Er ist wirklich zu Hause in der Welt, kennt die Welt. Aber trotzdem, obwohl er die Welt um ihn herum so gut kennt, ist er gleichzeitig innerlich sehr unabhängig von ihr. Er bewahrt sich eine innere Unabhängigkeit von ihr. Er geht wirklich einen eigenen Weg. Sehr radikal, sehr unerschrocken, sehr furchtlos. Er erforscht auf seiner Suche unter anderem auch die Spiritualität seiner Zeit und davon gibt es einiges. Ja, es ist eine Zeit, in der auch viele religiöse Neuströmungen entstehen und Menschen, nicht nur er, auch andere Menschen innerlich auf der Suche sind. Es gibt verschiedene spirituelle Traditionen, die er untersucht, die er sich anschaut, mit denen er sich befasst. Und manchmal merkt er, kann was lernen. Er findet einige Lehrer, die ihm durchaus was beibringen können. Bestimmte yogische Praktiken, mit denen er bestimmte Bewusstseinszustände erreichen kann. Aber er merkt, bei allem, was er untersucht an den religiösen Strömungen seiner Zeit, merkt er, dass es begrenzt ist, dass es letzten Endes nicht richtig, nicht wirklich Antworten auf seine Fragen bietet. Es ist nicht wirklich. Ja, es ist begrenzt. Es führt nicht zu dem, was er sucht. Und er lässt furchtlos alle Annahmen zurück, auf die für seine Zeitgenossen so als unantastbare Wahrheiten gelten. Also die Religiosität seiner Zeit hat unter anderem auch viel damit zu tun, mit dem Glauben an Geister und an Naturkräfte und mit Ritualen und Beschwörungen, die helfen sollen, diese Kräfte sozusagen im Bann zu halten, sich vor ihnen zu schützen und sie zu besänftigen, zu befrieden. Aber das alles interessiert ihn nicht. Was er tut stattdessen, ist etwas ganz Neues und in gewisser Hinsicht etwas ganz Radikales. Er lässt alle Annahmen, alle Theorien, alle Ideen über Wirklichkeit zurück, lässt sie los und stattdessen wendet er sich ganz und gar der eigenen Erfahrung zu, der eigenen direkten, unmittelbaren Erfahrung. In gewisser Weise, wenn wir darüber nachdenken, ist unsere eigene, direkte, unmittelbare Erfahrung das Einzige, was wir überhaupt haben, was wir eigentlich über die Welt wissen. Ja, alles andere ist hinzugefügt, sind Ideen, die wir gebildet haben oder die wir sehr oft auch übernommen haben. Das Einzige, was wir wirklich direkt selbst wissen, ist unsere unmittelbare Erfahrung. Und er wendet sich seiner eigenen Erfahrung zu und untersucht sie genauestens, wirklich genauestens. Also man könnte sagen, er ist in gewisser Weise ein radikaler Empiriker. Er lässt alle anderen sausen und beobachtet ganz genau. Ja, genau das, was Wissenschaftler auch tun. Beobachten. Und er stützt sich einzig und allein auf die eigene Beobachtung. Er untersucht seine Erfahrung. Also er fragt sie zum Beispiel,
Was nehme ich wahr? Wie funktioniert Wahrnehmung? Was passiert, wenn ich was wahrnehme? Also wenn ich hier zum Beispiel ein Rednerpult wahrnehme, was nehme ich wahr? Eigentlich nehme ich kein Rednerpult wahr. Eigentlich nehme ich Farbe wahr und Form. Und ich weiß, dass wenn ich meine Hand hier drauf lege, ich eine Erfahrung von Widerstand habe. Widerstand, das ist was Festes. Aber was? Die Idee Rednerpult ist eine Idee. Meine unmittelbare Erfahrung ist viel simpler. Form, Farbe, Erfahrung von Widerstand. Und er untersucht so seine Erfahrung ganz, ganz genau. Wie entsteht eine Idee zum Beispiel von Materie? Materie ist eine Idee. Wir können Materie nicht direkt erleben. Wir können Widerstand erleben. Materie ist eine Idee, eine Vorstellung, die wir bilden oder die wir übernehmen. Und er fragt sich, wie entsteht die Vorstellung der Welt? Er beobachtet das genau in seinem eigenen Geist. Wie entstehen Gedanken? Wie entstehen Gedanken? Wie entstehen Gefühle? Wie entsteht Angst oder Lust oder Ärger? Die sind nicht plötzlich da. Die entstehen nach das sind ganz bestimmte Prozesse, nach bestimmten Bedingungen. Und er lernt das genau zu beobachten. Und um den Prozess zu intensivieren, stellt er sich ganz bewusst intensiven Erfahrungen, starke Erfahrungen. Er geht in den Dschungel, dorthin, wo seine Zeitgenossen nicht hingehen. Ja, in die Orte, die seine Zeitgenossen um jeden Preis versuchen zu vermeiden. Er lebt alleine im Dschungel, in der Natur. Das sind Orte, die andere Menschen fürchten. Die sucht er ganz bewusst auf. Und er erlebt Angst. Gautama, dieser Mann auf der Suche, erlebt durchaus Angst. Er beschreibt das später in buddhistischen Schriften. Er beschreibt, wie er wirklich merkt, wie die Angst kommt. Er hört Geräusche, er ist da, er spürt Atmosphäre von einem Ort und Angst steigt in ihm auf. Und er tut nichts damit, er beobachtet sie nur ganz, ganz genau. Was löst sie auf? Was passiert, wenn sie kommt? Ja, wie geht sie wieder weg? Er weicht ihr nicht aus, im Gegenteil. Er geht genau zu den Zeiten an die Orte, wo sie am gefährlichsten gelten. Nachts oder bei Vollmond oder bei Neumond. Und er wartet auf die Angst. Er wendet sich ihr ganz zu und wartet, bis sie kommt und beobachtet. Weicht nicht aus, tut nichts, außer nur genau hinzuschauen. Und indem er sich, er beschreibt das später, indem er sich dieser Angst ganz stellt, ohne was damit zu tun, nur indem er sich ihr ganz stellt und sie beobachtet, gelingt es ihm, sie zu überwinden. Er merkt, wie sie entsteht, unter welchen Bedingungen, und er merkt, unter welchen Bedingungen sie auch wieder weggeht. Und er lernt, diese Bedingungen bewusst zu setzen. Und das tut er mit all seinen Erfahrungen. Ja? Er wendet sich ganz dem eigenen Geist zu, dem eigenen Bewusstsein zu und beobachtet, wie funktioniert dieses Bewusstsein, welche Prozesse laufen da ab. Er beobachtet, ohne zu interpretieren. Und es ist unheimlich schwierig. Das ist unheimlich schwierig, einfach nur Erfahrungen zu beobachten, ohne zu interpretieren. Wir haben sofort Begriffe, wir haben sofort Erklärungen. Und die wegzulassen und nur zu beobachten, ist erstaunlich schwierig, wie jeder merkt, der anfängt zu meditieren. Und im Laufe der Zeit erkennt er Muster. Er erkennt Muster in seinem eigenen Bewusstsein. Er erkennt Zusammenhänge. Er bemerkt, dass wenn ein bestimmter Gedanke auftaucht, dass darunter ein bestimmtes Gefühl ist. Ja, wie dieses Gefühl ihn antreibt. Er entdeckt in seinem Bewusstsein eine Art Kontinuität, wie so ein Fluss oder ein Strom, wie eine Geistesverfassung ständig sich in die nächste Geistesverfassung weiterentwickelt und wieder Gesetzmäßigkeiten herrschen. Ja, jeder Bewusstseinsmoment entsteht aus dem vorherigen. Nichts kommt einfach so, sondern entsteht in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen. Er entdeckt also Gesetzmäßigkeiten, klare. Er bemerkt, dass manche Verfassungen, vor allem zum Beispiel solche, die von Begehren angetrieben sind, von Gier, oder auch solche, die von Hass, von Aversion gespeist sind, dass sie eine ganz besondere Triebkraft haben, die so eine Art Strudel bilden, eine Eigendynamik entwickeln, die meistens unheilvoll ist, die einem selbst in leidhafte, in unangenehme Erfahrungen bringt, ja? Unangenehme, leidvolle Erfahrungen machen lässt. Und er merkt, dass bestimmte Impulse, die man in Gedanken setzen kann oder auch in Gefühlen setzen kann, zu freudigen, zu angenehmen Verfassungen führen. Er lernt, seine Gedanken zu kennen, er lernt, sie zu lenken. Und er lernt auch, seine Gefühle zu führen, nicht zu manipulieren, sondern sie zu kultivieren, wie ein Bauer Pflanzen kultiviert auf seinem Acker.
Man lernt, diese Gefühle zu lenken, zu pflegen, bewusst zu entwickeln. Er lernt auch Zustände von tiefer Ruhe und von Weite zu erreichen in seinem Geist. Ganz, ganz stille, unglaublich glückselige Zustände. Und letzten Endes erreicht er in dieser inneren Forschungsarbeit sozusagen die fundamentalsten und feinsten Schichten des eigenen Bewusstseins, des eigenen Denkens. Und er erkennt, was das, was er als Selbst, als Ich erlebt, diese grundlegende Gefühl von hier ist ein Ich und da draußen ist das andere, die Welt, dass das eigentlich auch nur das Ergebnis ist von subtilen Bewegungen, von Greifen, von Haben wollen, von Festhalten wollen. Und es gelingt ihm auch, das zu lösen. Und da wird es schwierig zu beschreiben, was da passiert, unter anderem, weil ich es dann selbst auch nicht mehr verstehe. Aber was zu passieren scheint, ist, dass er dadurch in eine vollkommen veränderte Beziehung zur Welt tritt, um ihn herum. Vollkommen veränderte Beziehung zur Welt. Ganz andere Stehen in der Welt. Er ist völlig frei von Anhaften, völlig frei von Begehren und völlig frei von Abneigung. Und diese Prozesse, die ich so nur so andeuten kann, die ich so anreißen kann, sind nicht was, was mal eben passiert, sondern es sind Prozesse, die über längere Zeit entstehen. Es ist eine Arbeit, die er über längere Zeit macht, Gautama. Und sie kulminieren in dem, was ich vorhin genannt habe, eine vollkommen veränderte Beziehung zur Welt und was er selbst später beschrieben hat als die Erfahrung von Erwachen. Und er wurde auch von seinen Zeitgenossen danach der Erwachte genannt, was in den altindischen Sprachen Buddha ist. Buddha heißt der Erwachte, jemand, der wach geworden ist. Ja, wir in westlichen Sprachen sprechen oft von Erleuchtung, das ist ein anderes Bild. Ja, und diese Erfahrung stellte das Ende seiner Suche dar. Er lebte noch über 40 Jahre und verbrachte den Rest seines Lebens damit, anderen zu helfen, die gleichen Prozesse zu durchlaufen und die gleiche Erfahrung für sich selbst zu machen. Ja, weil er erkannte, dass das sind grundlegende Gesetzmäßigkeiten des Geistes. Ja, das ist nicht etwas, was für ihn speziell so war, sondern was jeder Mensch ganz genau so auch in sich entdecken und tun konnte. Ich habe vorhin gesagt, dass das, was Gautama oder ja später genannt wurde, der Buddha tat, dass das in gewisser Weise radikal empirisch war, habe ich vorhin mal so in den Raum gestellt. Empiriker beobachten, ja, sie stützen sich auf direkte Beobachtung und das ist, was er gemacht hat, nur dass er eben sein eigenes Bewusstsein beobachtet hat, wirklich geschaut hat, welche Prozesse laufen da ab und dadurch bestimmte Kausalzusammenhänge entdeckt und formuliert hat. Ja. Also welchen Einfluss habe ich auf das, was passiert? Ja, wenn ich bestimmte Gesetzmäßigkeiten entdecke, dann kann ich Einfluss nehmen. Und eigentlich ist der Prozess, den ich da beschreibe, nichts anderes als das, was die Naturwissenschaften auch gemacht haben. Ja. Naturwissenschaftler beobachten exakt die Welt im Äußeren. Ja, dieses Beobachten, das sinnlich Beobachtbare in der Natur. Beobachten es sehr, sehr genau und entdecken Gesetzmäßigkeiten, können sie sich dadurch nutzbar machen. Und was der Buddha gemacht hat und was Buddhisten heute tun, ist genau das Gleiche, nur dass sie nach innen schauen und Gesetzmäßigkeiten im Innen versuchen zu entdecken, zu verstehen und sich diese nutzbar zu machen. Also eigentlich der gleiche Prozess. Wenn man Gesetzmäßigkeiten versteht, wenn man sie entdeckt, dann kann man sie gebrauchen. Man kann sozusagen mit diesen Gesetzmäßigkeiten kooperieren, statt immer wieder dagegen anzukämpfen. Man kann sie nutzen, gebrauchen. Und ist es nicht vollkommen unglaublich, wenn man so am Flughafen ist und so ein großes Flugzeug sieht? Ja, so ein Airbus, der, wie ich nachgelesen habe, 560 Tonnen wiegt und über 800 Passagiere aufnehmen kann. Ist es nicht total unglaublich, dass so ein Ding sich in die Luft heben kann? Ist eigentlich wie ein Wunder, oder? Aber es sind total simple Gesetzmäßigkeiten, die da ausgenutzt werden. Ganz einfache Naturgesetzmäßigkeiten. Ja, das ist einfach eine intelligente Gestaltung einer Tragflächenform eines Flügels. Dadurch entstehen bei einer gewissen Geschwindigkeit bestimmte Wirbel und Strudel und die führen dazu, dass an der einen Seite Luft schneller strömt als an der anderen. Ein bisschen Unterdruck über dem Flügel, ein bisschen Überdruck darunter und der Airbus hebt sich in die Luft. Das sind ganz simple Gesetzmäßigkeiten. Aber dadurch, dass wir sie erkannt haben und gelernt haben, sie uns nutzbar zu machen, kriegen wir ein 560 Tonnen schweres Objekt zum Fliegen. Eigentlich Wahnsinn, oder?
Man kann unglaubliche Sachen tun, wenn man Gesetzmäßigkeiten versteht und wenn man mit ihnen lernt zu kooperieren, sich nutzbar zu machen. Steinzeitmenschen hatten genau die gleichen Naturgesetze zur Verfügung wie wir heute. Ja, die haben sich ja nicht geändert. Und genau die gleichen Naturgesetze wie heute, aber sie haben sie nicht verstanden und deswegen konnten sie sich nicht nutzbar machen. Für sie wäre das die Vorstellung, dass ein schweres, großes Objekt sich in die Luft hebt, schiere, das wäre Zauberei gewesen. Das wäre absoluten Zaubern gleichgekommen. Die Naturwissenschaften beschränken sich auf eine Beobachtung von äußeren Phänomenen und buddhistische Praxis weitet das auch auf die Beobachtung von inneren Phänomenen. Ja, sie tut eigentlich das Gleiche, was Wissenschaftler tun, nur eben mit inneren Prozessen, ja, indem man sich dem Geist, dem Bewusstsein zuwendet. Und genauso konkret wie Naturwissenschaftler. Es geht nicht darum, wenn man so sagt, so sich dem Bewusstsein zuzuwenden, dann denkt man vielleicht, was für tolle Sachen da passieren. Aber es ist wirklich genau gemeint zu beobachten, was passiert jetzt. Ich spreche, ich sehe was, sie nehmen mich wahr, in dem Moment, wo sie zuhören, passieren alle möglichen Prozesse in ihrem Bewusstsein. Sie vergleichen die Worte, die sie hören, die Ideen mit dem, was sie erlebt haben. Zwischendurch haben wir Blickkontakt, das löst bestimmte Gefühle aus. Ja. Das ist was ganz Simples und was ganz Pragmatisches gemeint, mit sich dem eigenen Geist zu wenden, nicht irgendwelche tollen, abgehobenen Ideen. Und in gewisser Weise, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, auf dem Gebiet von dem Kennen unseres eigenen Bewusstseins, sind wir eigentlich so ziemlich auf Steinzeitniveau geblieben. Also wir wissen zwar, wie man Airbus in die Luft kriegt, aber vieles andere, was in unserem eigenen Gefühlsleben passiert, da stehen wir vollkommen ratlos vor, oder? Ja, wir verstehen so vieles nicht, was in uns passiert. Wie viele Leute wollen abnehmen? Man nichts Simpleres als abnehmen, man isst einfach weniger. Ist ja nun wirklich irgendwie nicht schwer zu verstehen. Aber jeder, der es mal versucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Warum ist das so schwierig, einfach weniger zu essen? Warum kriegen wir einen Fressflash, wenn wir doch eigentlich wissen, dass wir das nicht wollen? Ja, jeder von uns weiß, dass Rauchen uns umbringt. Ist nicht schwer zu verstehen und trotzdem tun wir es, obwohl wir eigentlich gerne leben. Macht keinen Sinn, oder? Das ist irgendwie unsinnig. Wir kennen auch die Tricks der Werbeindustrie, wir sind ja nicht doof. Ja, wir haben wahrscheinlich alle schon mal Artikel gelesen über die Psychologie von Sonderangeboten, ja, wie Sonderangebote bestimmte Substanzen in unserem Gehirn freisetzen und wir dann plötzlich uns wohlfühlen und interessiert, wir verstehen das. Und trotzdem kommt das Sonderangebot daher und wir können nicht an uns halten, wir kriegen diesen Kaufzwang. Ja, also wir sind nicht vernunftgeleitet. Wir lieben jemanden von ganzem Herzen. Ja? Wenn wir sagen würden, wer ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, wüssten wir, das ist dieser wichtigste Mensch in meinem Leben. Und trotzdem ärgern wir uns fortwährend über diese Person. Oder seit wir kleine Kinder sind, wissen wir, dass alles, was lebt, stirbt. Ja, das wissen schon kleine Kinder von ein paar Jahren. Das ist nicht wirklich was, was schwer zu verstehen ist. Und trotzdem, wenn jemand stirbt, an dem wir wirklich hängen, den wir wirklich lieben, ist das eine persönliche Katastrophe. Eine unglaubliche Erschütterung. Wir können fast daran zerbrechen. Was für einen Sinn macht das? Also in gewisser Weise, so klug wir geworden sind im Manipulieren der äußeren Gesetzmäßigkeiten, so ratlos stehen wir immer noch vor den inneren Gesetzmäßigkeiten. Wir kennen unser eigenes Bewusstsein nicht und können es überhaupt nicht lenken und führen. Ich stelle mir so vor, wie die Welt ausgesehen haben muss für Steinzeitmenschen. Das ist jetzt nur meine Vorstellung, aber ich stelle mir vor, die Sonne, wir sehen die Sonne untergehen, kolossal und groß. An der einen Seite, aber am nächsten Tag geht es auf der anderen Seite auf. Wie merkwürdig, die ist da untergegangen, jetzt geht sie da wieder auf. Was für ein Mysterium. Und der Mond ist mal rund, und mal ist er sichelförmig und mal ist er weg. Was für ein Mysterium. Ein Blitz schlägt ein und plötzlich ist da Feuer. Was ist Feuer? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Also so diese Staunen wie ein Kind in einer Welt, die man nicht versteht. Und in gewisser Weise, glaube ich, stehen wir vor unserem eigenen Innenleben oft genauso staunend und ratlos. Plötzlich sind wir wütend und wir wissen nicht so richtig, warum. Warum gelingt es diesem einen Kollegen immer, unsere Knöpfe zu drücken? Der macht nur den Mund auf und wir sind schon auf 180. Warum? Was passiert da? Merkwürdig. Warum verlieben wir uns den einen Menschen, obwohl das überhaupt nicht sinnvoll ist und nicht gut gehen kann? Und in den anderen verlieben wir uns nicht. Warum? Warum haben wir da keinen Einfluss drauf? Warum sind wir beleidigt? Warum sind wir plötzlich depressiv? Ja, wir stehen da genauso ratlos in der Welt, von der inneren Welt, die wahrscheinlich so ähnlich ist wie die Steinzeitmenschen, die vor ihrer Höhle standen und nicht verstanden, was um sie herum passierte.
Und buddhistische Praxis ist eine Ausbildung, bei der wir lernen, wirklich nach innen zu schauen und die Gesetzmäßigkeiten im Innen genauso gründlich und sorgfältig zu erforschen, wie wir das mit Gesetzmäßigkeiten im Außen schon getan haben. Bestimmte Gedanken führen zu bestimmten Gefühlen. Bestimmte Handlungen führen zu bestimmten Erfahrungen. Die Zusammenhänge können wir beobachten und wenn wir sie verstehen, können wir viel intelligentere Entscheidungen treffen. Eine der Gesetzmäßigkeiten, die der Buddhismus beschreibt, nicht die einzige, aber eine der Gesetzmäßigkeiten nennt man Karma. Wahrscheinlich hat jeder den Begriff Karma gehört. Das ist einfach eine Formulierung von einer Gesetzmäßigkeit. Und oft sind komische Ideen, hat man so komische Ideen über Karma. Karma ist, wenn man sich nicht gescheit verhält, wird man als Ameise wiedergeboren oder solche merkwürdigen Ideen. Aber das Karma-Gesetz ist eigentlich recht simpel. Es besagt ganz einfach, dass alles, was wir tun, alles, was wir willentlich, absichtlich tun, irgendeine Rückwirkung auf uns hat. Beziehungsweise nicht irgendeine Rückwirkung hat, sondern eine Rückwirkung, die mit dem, was wir tun, im ganz konkreten, erkennbaren Zusammenhang steht. Also alles, was wir tun, jede Handlung von uns, hat eine gewisse Rückwirkung auf uns selbst. Das besagt das Karma-Gesetz. Und speziell die Art der Motivation, aus der wir heraus handeln, also ob wir das zum Beispiel aus Großzügigkeit oder aus Geiz oder aus Angst tun, dass die Art der Motivation maßgeblich die Rückwirkung bestimmt, die wir erfahren werden. Also man könnte sagen, dass jeden Impuls, den wir in die Welt rausschicken, durch unser Handeln, so eine Art Rückstoß hat, den wir selbst erleben. Also wenn wir zum Beispiel schädigen wollen, ja, wir sind wütend, wir sind ärgerlich, wir wollen schädigen, dann hat das eine Rückwirkung auf uns selbst. Es hat eine Wirkung nach außen, das ist klar, das kann man oft gut genug beobachten, aber es hat eben auch eine Rückwirkung auf uns selbst. Und das gilt nicht nur für äußere Handlungen, ja, wie wenn wir wirklich mit unserem Körper was tun, sondern sogar für Gedanken. Ja, jeder Gedanke ist in gewisser Weise ein Impuls, den wir aussenden. Jedes Gefühl, das wir haben, ist eine Art Impuls, den wir aussenden, hat einen Rückstoß, eine Rückwirkung auf uns selbst. Und je öfter wir einen bestimmten Gedanken oder bestimmte Handlungen tun, je öfter das passiert, desto stärker wird die Spur sein, die das in uns selbst hinterlässt. Ja, diese, was ich Rückstoß genannt habe. Das heißt, ob wir durch bestimmte Handlungen oder bestimmte Gedanken Spuren in unserem eigenen Geist, in unserem eigenen Bewusstsein legen. Und je tiefer, je öfter wir das tun, desto tiefer werden diese Spuren, dann werden es Rillen, dann werden es eingefahrene Spuren. Und in gewisser Weise, ja, nicht in gewisser Weise, Buddhismus sagt, dass wir uns auf diese Weise unser eigenes Bewusstsein selbst erschaffen, von Moment zu Moment. Dass wir unseren eigenen Geist, unser eigenes Leben in gewisser Weise selbst erschaffen. Uns selbst und unsere Welt. Das ist das, was das Karma-Gesetz eigentlich besagt. Und es beschreibt diese Gesetzmäßigkeiten noch auf eine genauere Weise. Ja, es besagt, dass alle Impulse, die gespeist sind, also alle Handlungen, die gespeist sind von Hass oder Aversion oder von Gier, von erotischem Habenwollen, egoistischem Habenwollen, oder von Verblendung, also einer Weigerung, wirklich hinzuschauen und zu sehen, was wirklich da ist, eine Unklarheit, eine geistige, dass all diese Handlungen auf uns letzten Endes immer eine negative Rückwirkung haben. Und dass im Gegenteil alles, was wir tun, alle Handlungen oder Impulse, die wir rausschicken, die getragen sind von Liebe oder von Empathie, von einem Austreten aus sich selbst und sich in den anderen mit der Vorstellungskraft einfühlen. Und dass alle Handlungen, die getragen sind, von Großzügigkeit oder von Geistesklarheit, dass sie eine positive Rückwirkung auf uns selbst haben. Und wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, wenn wir sie wirklich verstehen, nicht nur ein bisschen intellektuell, sondern weil wir sie wirklich gesehen haben und immer wieder erlebt und beobachtet haben, dann verstehen wir, wie wir unsere eigenen Höllen selbst erzeugen und unsere eigenen Himmel auch selbst erzeugen. Wir erzeugen die Welt, in der wir uns bewegen. Und als zeitgenössischer Mensch fragt man sich, wenn so eine Behauptung in den Raum gestellt wird, muss ich das jetzt glauben? Muss ich das jetzt glauben, dass das so ist? Nein. Muss man nicht. Auch als Buddhist muss man das nicht glauben. Genauso wenig wie irgendjemand blind glauben muss, dass ich einen Airbus in die Luft heben kann oder dass Reibung Hitze erzeugt. Das sind Sachen, die man hören kann und dann kann man sie tatsächlich prüfen. Man kann sie beobachten. Man kann sie nachprüfen. Also
Der Buddhismus formuliert solche Gesetzmäßigkeiten, weil manche Menschen sie gesehen haben, und als praktizierender Buddhist überprüft man das und beobachtet das. In der eigenen Erfahrung stimmt das. Stimmt das wirklich, dass bestimmte Handlungen bestimmte Geisteszustände hervorbringen? Und man erforscht das wirklich ganz genau in der eigenen Übung. Und ein Großteil buddhistischer Übung ist einfach dieses genaue Beobachten lernen. Ein Großteil von dem, was Buddhisten tun, ist ein genaues Beobachten lernen der Welt um einen herum und der inneren Welt. Und zum Beispiel in der Meditation. Meditation ist ein sehr gutes Werkzeug, um das zu tun, um genau beobachten zu lernen, was eigentlich in uns abläuft. Und zu sehen, dass es Zusammenhänge gibt. Und in gewisser Weise, wenn man lernt, das zu beobachten, merkt man, dass die Idee von Karma so fremd nicht ist. Das haben Generationen von Menschen ja vorher schon gemerkt, dass da Zusammenhänge bestehen. Und wir haben ja auch so Redewendungen wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Man könnte sagen, so die simple deutsche Formulierung des Karma-Gesetzes. Ja, und das gilt nicht nur für andere Menschen, die man hineinruft, schallt es heraus, sondern in gewisser Weise gilt das für die ganze Wirklichkeit um uns herum. Wie wir hineinrufen, so kommt es zurück. Es gibt eine ganz schöne, einfache Formulierung für diesem Prinzip, sehr eingängig, ungefähr so geht, ich habe es nicht nachgeschlagen. Unsere Gedanken werden zu unseren Taten. Unsere Taten werden zu unseren Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten werden zu unserem Charakter. Und unser Charakter wird unser Schicksal. Das fängt mit was ganz Einfachem an, unsere Gedanken. Letzten Endes wird es unser Schicksal. Und ich glaube, wenn man anfängt, diese Gesetzmäßigkeit, dieses Prinzip von Karma zu verstehen, wenn man den Zusammenhang erkennt zwischen dem, was ich tue, von Moment zu Moment, und dem, was ich erfahre, wie es mir geht, dann wird man viel mehr den Wunsch haben, Einfluss zu nehmen, weil man sieht, wie man Einfluss nehmen kann. Und das führt zum Beispiel zur Übung von Ethik, einer der ganz, ganz wichtigen Bereiche von buddhistischer Praxis. Aus buddhistischer Sicht ist Ethik nicht irgendwie, hat weniger so mit Gut und Böse zu tun, sondern einfach mit einem intelligenten Handeln. Einem zu lernen, mehr im Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten von Bewusstsein zu handeln. Man tut einfach nicht mehr das, wovon man aus Erfahrung weiß, dass es weh tut, anderen und sich selbst. Also Ethik ist aus buddhistischer Sicht tatsächlich was viel mit Erfahrung, mit Beobachtung zusammen zu tun hat und mit Übung. Man übt bestimmte Impulse zu setzen, von denen man weiß, dass sie eine positive Rückwirkung auf einen selbst haben und eine positive Wirkung auf andere. Ein anderer großer Bereich buddhistischer Praxis ist Meditation. Buddha-Figuren sind ja meistens in Meditationshaltung. Man könnte sagen, Meditation ist wie so das Reagenzglas der Buddhisten. Ja? Die Wissenschaftler deswegen so viel entdecken können über die Gesetzmäßigkeit, weil sie Prozesse isoliert hat. Ja? Wenn wir irgendwie uns einen Wald angucken, können wir nicht viel verstehen. Die Prozesse im Wald sind viel zu vielschichtig, um die zu verstehen. Wir müssen einzelne Prozesse in einem Reagenzglas isolieren, um sie zu beobachten, sie zu verstehen. Und Meditation ist das Reagenzglas von Buddhisten, in dem man viele äußere Faktoren ausschaltet und sich ganz bewusst in einer sehr simplen Situation nach innen wendet, dem eigenen Bewusstsein zu wenden. Und man kann bestimmte Sachen beobachten in der Meditation, die man so fein im Alltag nicht beobachten kann. Im Alltag, wo ich handeln muss und entscheiden muss und antworten muss auf Menschen, die mit mir reden, laufen so viele Prozesse ab, da kann ich nicht genau mitkriegen, was da genau im Einzelnen passiert. Aber in der Meditation, auch wenn ich eine bestimmte Struktur habe, eine bestimmte Methodik, kann ich sozusagen viel genauer lernen zu beobachten, wie kann ich Impulse setzen, was passiert, wenn ich den Impuls setze, was passiert, wenn ich den Impuls setze, was passiert, wenn ich meine Aufmerksamkeit dahin richte. Was passiert, wenn ich versuche, meine Aufmerksamkeit mit Zwang zu richten? Was passiert, wenn ich versuche, mit Weite sie zu richten? Das sind Sachen, die man in der eigenen Erfahrung herausfindet. Also das sind zwei wichtige Bereiche von buddhistischer Praxis. Ethik, das Lernen, intelligente Entscheidungen in unserem Handeln zu treffen, und Meditation, das Lernen, das genaue Kennenlernen des eigenen Geistes und Richtenlernen des eigenen Geistes. Und das sind Hilfsmittel, um das eigene Leben besser zu verstehen. Aber es sind nur zwei Hilfsmittel. Also man könnte sagen, buddhistische Praxis ist wie so ein riesen Werkzeugkasten. Und zwei der bekanntesten Werkzeuge sind Ethik und Meditation. Aber es gibt noch viele andere Methoden im Buddhismus, die alle nur den einen Zweck haben, uns zu helfen, wirklich zu verstehen, was abläuft und weisere Entscheidungen zu treffen. Das eigene Leben wirklich mehr in die eigene Hand zu nehmen.
Vielleicht kann ich jetzt nochmal zurückkommen zu dem, wo ich angefangen habe. Was ist eine zeitgemäße Spiritualität? Ich hatte ein paar Kriterien formuliert, meine eigenen Kriterien. Und vielleicht nach dem, was ich gesagt habe, kann man nochmal schauen, inwiefern erfüllt Buddhismus diese Kriterien. Also zum Beispiel eine Sache, die ich fantastisch finde am Buddhismus, ist, dass man, um anzufangen mit Praxis, erstmal an nichts Spezielles glauben muss. Man muss nicht sagen, ich glaube an etwas, muss nichts irgendwie einfach nur übernehmen als Dogma, bevor man anfängt zu praktizieren. Eigentlich braucht man nur die Neugier und den Mut, sich auf die eigene Erfahrung einzulassen und genau sich ihr zuzuwenden und beobachten zu lernen. Das ist eine Einladung, wirklich selbst zu erforschen, was für Gesetzmäßigkeiten in mir herrschen, in der Welt herrschen. Aber obwohl es den einzelnen Menschen anspricht und sagt, ja, erforsche selbst, schaue selbst, urteile selbst, werden einem wirklich nützliche Hilfsmittel an die Hand gegeben, die helfen, das zu tun. Ja, man wird nicht einfach in den Wald geschickt und sagen, okay, find mal selbst raus, sondern man bekommt sehr, sehr praktische Anleitungen, Anweisungen, wie man lernen kann, genauer hinzuschauen. Ich hatte gesagt, dass die Kriterien für eine zeitgemäße Spiritualität sind, dass man als mündiger Mensch angesprochen wird, der seine eigenen Verantwortung, seine eigene Entscheidung trifft, für sich selbst Verantwortung nimmt. Ich glaube, ich habe das auch gezeigt. Es geht nicht darum, dass man irgendetwas übernimmt, sondern man bleibt wirklich Herr über sich selbst, man trifft seine eigenen Entscheidungen. Aber gleichzeitig, das, was man lernt, die Zusammenhänge, die Gesetzmäßigkeiten, die man entdeckt in der Arbeit mit sich selbst, helfen einem wirklich zu verstehen, auch wie man verbunden ist mit anderen. Und helfen einem wirklich zu erkennen, wie man eingebettet ist im Netz von Verbundenheit, wie das, was wir tun, eine unmittelbare Wirkung auf die Welt um uns herum hat. Sodass buddhistische Praxis nicht nur uns selbst verwandeln kann, sondern eigentlich auch die Welt um uns herum wirklich radikal verändern kann. Also für mich ist Buddhismus eine Spiritualität, die uns hilft zu entdecken, was alles in uns steckt, was für ein Potenzial in uns steckt und es wirklich zu nutzen, es wirklich zu verwenden. Und man könnte sagen, die uns vielleicht hilft, die eigenen inneren Flügel zu entdecken und auszubreiten und wer weiß, vielleicht sogar abzuheben. Soweit wir uns.